so ist mal so ganz kurz, nur ein kurzer Ausflug. Der Mann wacht morgens auf, wir sind in der Höhle. Ne? Der Mann macht morgens auf und er sagt sein gutes Teil, also du weißt jetzt nicht, ob du jetzt heute Abend nochmal in die Höhle kommst zurück, wir müssen uns vervielfältigen. Das ist dann der Grund, warum die Frau dann so ein Besenstiel dann vielleicht im Rücken spürt. Und nachdem die dann, und das ist auch wieder, ja, das ist irgendwie zum Lachen, das ist ernst, weil der Mann muss die Energie halten. Wenn der sich dann gerade beschäftigt, wie die Wand zu streichen ist oder so, ja, dann ist er mit seiner Energie nicht da und dann kommt überhaupt kein Sex zustande. Deswegen ist im umgekehrten Sinn ein Mann in der Regel oder das Männliche etwas zielstrebiger. Das darf man nicht persönlich nehmen, man muss es nur einfach mit umgehen. Also gut, er raus aus der Höhle, geht mit seinen Jägern die Hirschkuh erlegen, die Frau, die Bobbeltier, das Baby, guckt hier, dass es Feuer noch brennt und horcht, was die Nachbarin zu erzählen hat. Ja? Jetzt haben wir die Männer ganz andere Jobs da draußen gehabt. Die haben also da gesessen und haben da gerade geguckt, hier Schuh, wenn die sich jetzt noch mit dem Nachbarsjäger unterhalten hätte oder geguckt hätte, was für schönes Blümchen da wächst, da wäre ja die Hirschkuh vielleicht weggerennt. Ne? Das Problem ist heute nur, guckt ihr in den Kühlschrank. Die Butter ist nicht da, weiß er nicht, wo die Butter ist. Weil der scannt den Kühlschrank so. Ja? Also, das ist einfach, und das darf man auch nicht persönlich nehmen. Eine Bekannte von mir sagt, die Männer sind auf die Welt gekommen und fragen schon, wo ist. Da ist schon was dran. Jetzt kommt er abends wieder heim mit seiner Hirschkuh, die er erlegt hat, legt sie hin. Was macht er? Er setzt sich vors Feuer und guckt ins Feuer. Ja. Heute sitzt er vielleicht vorm Fernseher und zappt. Und ist wieder eine andere Athletik als bei der Frau. Deswegen sage ich, es bringt sehr viel. Allen Ernstes, meinen Mann, wenn er heimkommt, mal eine halbe, wenn es geht, eine Dreiviertelstunde, aber eine halbe Stunde einfach in Ruhe zu lassen. Ohne zu sagen, ja, hier hast du das Kind, was man natürlich verstehen kann, ganz klar. Nur ich habe mehr davon, wenn er es anders macht. Das ist ein echter Renner, so einfach wie der Tipp jetzt ist, zu sagen, okay, jetzt tappt er oder er legt sich unter das Auto oder macht irgendwas und dann kommt er von alleine. Wenn wir Frauen mit der unsere Wiedervorlageliste da vorne immer vor der Höhle laufen, bis dieser Kerl aus seiner Höhle wieder rauskommt, dann können wir nämlich lange warten. Weil wenn der das merkt, die Männer haben da einen untrüglichen Instinkt, wird es nichts. Das heißt, wir würden da ganz praktisch wie immer einfach sagen, so was brauche ich jetzt von meiner Alpha-Scheibe, damit ich cool bin, dass ich souverän bin, gelassen. Und dann ist der Mann auch angestellt. Wenn der dann kommt, dann erreicht ihr den auch. Sonst ist es einfach zu schwierig. Und ihr selbst wisst, wenn ihr beruflich unterwegs seid, ihr kommt heim und ihr kriegt sofort über die Nuss gezogen, was jetzt alles gemacht ist, da will man sich am liebsten rumdrehen und heimgehen. Wie viele Männer gehen erst eigentlich saufen, bevor sie nach Hause gehen? Hallo, das ist so. Also, mal geschmeidig können wir uns dann damit machen zum Beispiel.